Der Innovationspreisträger 2019 hat sich mit seinem Team von der Tierklinik Lüsche auf Vierbeiner spezialisiert. Auf etwas größere Vierbeiner, um genau zu sein. Tierklinik nennt sich das, also wir sind aber rein nur auf Pferde spezialisiert. Früher gab es einen Haus- und Hoftierarzt, der hat wirklich dann auch jedes Tier behandelt. Mittlerweile sind wir nicht nur Pferdetierärzte, sondern sogar auch nur noch, zum Teil nur noch Orthopäden oder ein Pferdetierarzt nur noch fürs Auge oder für die Zähne. Und das ist so unser Ansporn, wirklich in jedem Fachbereich die beste Medizin. Und dazu gehört die Diagnostik und dann auch anschließend die beste Therapie durchführen zu können. Mit den Kollegen sozusagen und mehreren Firmen, die daran beteiligt sind, haben wir dieses CT entwickelt. Anfang des Jahres waren wir die erste Klinik weltweit, die das Gerät so angeschafft hat und auch sozusagen in der Klinik so aufbauen konnte. Das ist ja schon ein gewisser, also auch baulicher Aufwand, den wir da betreiben mussten. Der Kopf ist sehr kompliziert anatomisch aufgebaut und es reicht eben nicht aus, nur ins Maul zu gucken oder eine Nasenendoskopie durchzuführen oder den Kopf zu röntgen, sondern es fehlt uns immer noch eine ganz spezielle Diagnostik, um die Erkrankung erkennen zu können und anhand dieser Computertomographie-Bilder dann die passende Therapie und die passende Operation dann durchführen zu können. Dieser Computertomograph, der steht auf zwei Bühnen. Diese erste Bühne ist dafür da, vor und zurück sich zu bewegen. Die zweite macht die Hoch- und Runterbewegung. Das ist der Vorteil, dass sich das Pferd jetzt gar nicht mehr bewegen muss, sondern das Pferd wird vor den Computertomographen positioniert und dann entweder mit dem Kopf oder mit den Gliedmaßen in die Gantry gestellt. Und dann bewegt sich nur noch der Computertomograph. Das ist wirklich eine Entwicklungsgeschichte, die da schon abgelaufen ist vorher. Und das wird auch noch die nächste Zeit sich immer weiter entwickeln. Wir verbessern uns immer noch. Also früher wurde so gemacht, dass die Pferde in Narkose gelegt werden mussten. Das bedeutet ein gewisses Verletzungsrisiko, ein gewisses Narkoserisiko und dann auch nachher diese Aufwachphase. Es immer wieder birgt ein gewisses Risiko, die Pferde aufstehen zu lassen. Darauf zielte das besonders ab, dieses besondere CT-System zu entwickeln, weil wir dadurch verhindern können, dass Pferde in Vollnarkose gelegt werden müssen. Also um eben diesen Stress nicht nur fürs Pferd, sondern auch für den Besitzer zu minimieren. Der Innovationspreisträger 2019 ist Dr. Tim Steinberg von der Tierklinik Lüsche GmbH. Herzlichen Glückwunsch!